Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Karrieresimulation und das alles heute mit niemand geringeres als Niklas Wilson Sommer. Der VitaVate-Mitgründer durchlief bis zum Jahre 2017 alle Jugendmannschaften des 1. FC Nürnberg. Von dort an ging es dann über einige Umwege bis hin in die 3. Liga zum SV Waldhof Mannheim. Und wir wollen heute im Laufe der Karrieresimulation herausfinden, ob wir Willi aus der 3. Liga bis hin in die 1. Bundesliga befördern können. Bevor wir damit jetzt so richtig loslegen, Freunde, vergesst ihr da draußen nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Kommentar für den Algorithmus oder gerne auch mit weiteren Vorschlägen für Karrieresimulationen, Rettungen, Sprint to Glories und so weiter und so weiter. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wir haben eine große Aufgabe vor uns. Wir kommen nämlich zu Niklas Wilson Sommer zum Start der Karriere. Er hat eine 63er Gesamtstärke, ist 24 Jahre alt und hat ein Potenzial von 68. Das heißt, sein maximales Potenzial würde bedeuten, dass er vielleicht ein durchschnittlicher Zweitligaspieler wird, was aber nicht das Ziel dieser heutigen Karrieresimulation ist. Dazu ist er auch nicht unbedingt gesetzt hier bei Waldhof Mannheim. Er ein Mann für die zweite Reihe, ein Rotationsspieler, was sich natürlich auch ändern muss. Er muss unbedingt Stammspieler werden, damit wir seine Karriere natürlich auch ordentlich vorantreiben können. So viel aber erstmal zum Start. Womit wir dann jetzt also auch keine Zeit verlieren und zum allerersten Transfer in dieser Karrieresimulation kommen. Und es ist, wie ich finde, auch ein unfassbar exotischer, den es bisher so noch nicht zu sehen gab. Es geht nämlich von der 3. Liga in die Major League Soccer, in die MLS, in die Vereinigten Staaten und es geht von Waldhof Mannheim für eine Ablösesumme von 800.000 Euro zu Real Salt Lake, was aus Real Salt Lake City kommt. Und dort bekommt Willi vor allen Dingen genau das, was bei Waldhof Mannheim nicht vorhanden war. Ein Stammplatz auf der Rechtsverteidigerposition. Man muss vielleicht nur noch nebenbei erwähnen, dass wir hier bei Real Salt Lake eine relativ schlechte Truppe in der MLS erwischt haben. Was aber auch, glaube ich, verständlich ist. Ich meine, zu LA Galaxy oder Inter Miami oder so geht es einfach leider noch nicht mit einer Gesamtstärke von 63. Ist, glaube ich, verständlich, aber wichtig ist eben Spielzeit, ein Stammplatz und ja, dazu noch eine komplett andere Liga. In der MLS bin ich mal sehr gespannt, wie Willi so performt. Wird. Wir sind übrigens auch mitten in der MLS-Saison hier zu Real Salt Lake gewechselt. Am Ende ist es in unserer Conference der 7. Platz, was bedeutet, dass wir uns für die K.O.-Phase qualifiziert haben. Es wird nämlich einmal ermittelt, wer quasi der Sieger der Western und Eastern Conference ist und die beiden Sieger spielen da gegeneinander und der Gewinner hat dann wiederum die MLS gewonnen. Also so ungefähr habe ich das System hier in Amerika verstanden, in den USA. Falls ich falsch liegen sollte, korrigiert mich auch gerne unten irgendwie in den Kommentaren. Am Ende waren wir sogar im Finale unserer Conference, was glaube ich für Real Salt Lake eine unfassbar starke Leistung ist. Dort haben wir aber leider 3:2 gegen die Vancouver Whitecaps verloren, der ehemalige Verein als Beispiel von Alphonso Davis. Womit wir dann also auch zur Saison von Niklas Wilson Sommer kommen. Er ist erstmal in seiner Gesamtstärke plus 3 gestiegen im Alter von 24, von 63 auf 66. Sein Potenzial steigt nebenbei auch von 68 auf 71, was aber auch vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass sein Potenzial halt beim Wechsel hier nach Amerika in die MLS schon gestiegen ist. Er kommt auf 18 Einsätze, was denke ich mal heißt, dass er in den restlichen Spielen immer von Anfang an gespielt haben müsste und in diesen 18 Einsätzen kommt er auf 2 Tore, was für einen Rechtsaußenverteidiger. Wir haben die Position nämlich geändert von Rechtsverteidiger zu Rechtsaußenverteidiger. Das gab das erste Plus dann auch von 63 auf 64. Völlig in Ordnung ist, würde ich einfach mal meinen. Ich bin dann gespannt auf die nächste Saison, die er dann komplett spielen wird hier in der MLS und wenn er da vielleicht so auf 4, 5, vielleicht sogar 6, 7 Torbeteiligung kommt, dann hat sich der Schritt hier in die MLS schon mehr als nur gelohnt. Womit wir also zum Ende der nächsten Saison hier in den USA kommen. Das Ergebnis ist quasi das gleiche. Wir waren wieder mal im Conference-Finale, haben aber auch wieder mal verloren. Dieses Mal gegen den Austin FC mit 5:4 leider im Elfmeterschießen verloren. Und nun mal wieder zu Niklas Wilson Sommer und seiner Saison. Er ist mittlerweile 25 Jahre alt, in der Gesamtstärke plus 3 gestiegen von 66 auf 69. Sein Potenzial von 71 auf 73, also plus 2. Und in 38 Spielen, die er diese Saison gemacht hat, das heißt, ich würde mal auch sagen, mehr als nur Stammspieler. Wenn man sich anguckt, Woods, der unser Topscorer ist, hat auch weniger Einsätze als Sommer in dem Fall. Und in diesen 38 Spielen 3 Tore, 2 Vorlagen. Das heißt auch nochmal 5 Torbeteiligungen für einen Rechtsaußenverteidiger. Würde ich einfach mal behaupten, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, mehr als nur in Ordnung. Während die Saison in der MLS jetzt also vorbei ist, ist in Deutschland gerade Wintertransferphase und die Leistungen von Willi sind nicht komplett unterm Radar gelaufen und so schlägt er also aus der 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf zu, die damit also das Deutschland-Comeback von Niklas Wilson Sommer perfekt machen, indem sie 3 Millionen Euro an Real Salt Lake überweisen und das Kapitel MLS für Willi damit auch jetzt abgeschlossen ist. Ähnlich wie auch schon in der MLS gibt es auch hier bei Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga auf der Rechtsverteidigerposition einen klaren Stammplatz für Sommer.
Damit simulieren wir jetzt also den Rest der Rückrunde und sehen, mit Fortuna Düsseldorf landen wir am Ende der Zweitligasaison auf dem 6. Tabellenplatz. 60 Zähler auf dem Konto, damit leider nicht den Aufstieg gepackt, genauso aber auch nicht Hannover 96 und Schalke 04. Aufsteigen direkt tun Stuttgart und Bielefeld und der Club, der ehemalige Verein von Willi, geht in die Relegation. Mal gucken, ob sie schaffen, vielleicht dann auch in die Bundesliga aufzusteigen. Womit wir dann jetzt also auch zur Rückrunde von Willi kommen und die war ein kleiner Erfolg, würde ich einfach mal sagen. Ja, 14 Einsätze und nur eine Vorlage ist vielleicht für einen Rechtsaußenverteidiger eher schlecht, aber wenn wir da mal auf das Rating gucken, also die durchschnittliche Bewertung, die er hatte, die liegt einfach mal bei 6,7, wenn man aufrundet. Und das ist wiederum echt ziemlich stark. Die besten Spieler am Kader haben meist so ungefähr was im Bereich von 7. Und da bei 6,7 zu sein und das nur mit einer einzigen Vorlage, bedeutet also, dass Niklas Wilson Sommer vielleicht jetzt nicht unbedingt die großen Tore, Vorlagen oder allgemein Torbeteiligung abgeliefert hat, aber trotz alledem ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist und trotzdem vielleicht sogar einer der besten Spieler des Kaders war. Ach ja, bevor ich es vergesse zu erwähnen, mit 26 Jahren mittlerweile steigt seine Gesamtstärke plus 1 von 69 auf 70 und sein Potenzial von 73 steigt durch die Rückrunde, also nochmal ein paar Einsätze, die er bekommen hat, auf 74. Um sein Potenzial, aber natürlich auch die Karriere vor allem von Willi voranzutreiben, müssen wir jetzt, glaube ich, einen Positionswechsel wagen, nämlich vom Rechtsaußenverteidiger zum Rechtsmittelfeldspieler. Ja, Willi hat einen Schießenwert in Höhe von 42, bedeutet also, er wird nicht unbedingt die großartigen Tore am Ende eines Jahres machen, aber er wird weiter vorne eingesetzt sein und kann da vielleicht noch mehr Torbeteiligung liefern, also vor allen Dingen Vorlagen. Das ist meine Hoffnung, dass wir mit diesem Positionswechsel, seine Gesamtstärke steigt auch nicht irgendwie von 70 auf 71, dass wir ihn weiter vorne einsetzen können, er mehr Torbeteiligung sammelt und so vielleicht auch an mehr Potenzial rankommt. Bei der Fortuna bleibt natürlich der Stammplatz für Willi bestehen, auf der rechten Seite weiterhin, nur ein bisschen weiter vorgerückt, jetzt nicht Rechtsverteidiger, sondern Rechtsflügel bzw. Mittelfeldspieler. Aber auch in der zweiten Saison reicht es nicht, um aus der zweiten Bundesliga aufzusteigen in die erste Bundesliga. Direkt tun das nämlich Bochum und Schalke, Darmstadt geht in die Relegation und zu guter Letzt neben uns der HSV auch wieder mal nicht aufgestiegen. Wir sind hier bei einer wirklich überdurchschnittlich guten Mannschaft in der zweiten Liga, aber es fehlt halt so dieses letzte bisschen, um auch irgendwie den Aufstieg dann ins oberste Fußballhaus in Deutschland perfekt zu machen. Bittere Pille, machst du aber nichts. Besser wird's dann nur, wenn wir sehen, dass wir in Runde 2 gegen einen ehemaligen Verein von Willi ausgeschieden sind, nämlich der Club der 1. FC Nürnberg schaltet uns aus in Runde 2 mit einem 0:1. Und ja, Leute, ich würde mal sagen, das Experiment ist so ziemlich geglückt mit Willi als rechter Mittelfeldspieler. Seine Gesamtstärke steigt erstmal plus 3 von 70 auf 73. Sein Potenzial auch nochmal plus 1 von 74 auf 75. Und der 27-Jährige mittlerweile hat es auf 8 Scorer in 36 Spielen hier in der zweiten Liga gebracht. Das ist jetzt keine Bäume rausreißende Leistung, aber es ist immerhin ein Anfang. Es sind 8 Torbeteiligungen, es sind die zweitmeisten Vorlagen im gesamten Kader und das war natürlich auch unser Ziel, dass er jetzt nicht unbedingt von den Torbeteiligungen insgesamt einer der besten sein wird, das war schon klar, aber dass er immerhin, wie gesagt, die zweitmeisten Vorlagen hat und ich glaube, wenn man die Scorer zusammenrechnet, auch so die viert- oder fünftmeisten im gesamten Kader, ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, denn wie gesagt, am besten kriegt man das Potenzial eben hoch mit Torbeteiligung und Torbeteiligung kriegst du halt vor allen Dingen nur als Offensivspieler, Rechtsflügel, linker Flügel, Stürmer, Mittelstürmer, Zehner und so weiter und so weiter. Also ich würde mal sagen, das Experiment ist zu einem großen Teil geglückt, jetzt bräuchte man vielleicht nur noch ein Verein, bei dem Sommer sich noch ein bisschen mehr in der Offensive einbringen kann. Und dieser Verein könnte auch größere Aufstiegschancen haben in die Bundesliga. Es ist nämlich der HSV, der hier in der Sommertransferphase der nächsten Saison zuschlägt für 6,8 Millionen, also Niklas Wilson Sommer verpflichtet und mit ihm also natürlich auch aufsteigen möchte in die Bundesliga und das alles sogar mit der Trikot Nummer 7. Also da haben wir auch auf jeden Fall einiges an Druck auf den Schultern von Willi. Und gemeinsam mit Königsdorfer bildet er also das Flügelduo hier beim HSV. Der Stürmer vorne auch mit einer 79er Gesamtstärke. Und wenn ich mir auch so den Rest der Mannschaft angucke im 4-2-3-1, dann sollten wir hier, sollten wir hier eigentlich leichtes Spiel haben und hoffentlich dann auch den Aufstieg in die Bundesliga mit dem HSV perfekt machen. Und so sieht es aus, Leute. Es ist auch der erste Titel in dieser Karrieresimulation, nämlich die Zweitligameisterschaft. Um die gab es ein unfassbar knappes, spannendes Rennen gegen Arminia Bielefeld, die am Ende auch nur einen einzigen Zähler hinter uns sind. Das soll uns aber nicht stören. Wir packen den direkten Aufstieg in die erste Bundesliga und sind dazu also auch noch Meister geworden hier in der zweiten Liga. Der erste Titel also auch für Willi. Sehr schön, nimmt man mit, auch wenn es natürlich nur die zweite Bundesliga ist. Aber ich glaube, die Aussicht auf mehr Titel, weitere irgendwie Pokalmeisterschaft in der Bundesliga, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das heißt, wenn da immerhin am Ende der Karrieresimulation eine 1 bei den Titeln steht, das ist auf jeden Fall besser als eine 0, würde ich mal behaupten.
Alter, wir haben es doch irgendwie mit Ex-Clubs von Willi, die uns immer einen Pokal raushauen. Letztes Jahr war es ja, glaube ich, Nürnberg und dieses Jahr ist es Waldhof Mannheim, die uns sogar in der ersten Runde aus dem Pokal eliminieren. Und Niklas Wilson, Sommer, konnte noch einiges draufpacken. In dieser Saison beim HSV 6 Tore, 7 Vorlagen, 13 Torbeteiligungen in 35 Spielen. Seine Gesamtstärke steigte von 73 auf 76, sein Potenzial ebenfalls plus 3 von 75 auf 78. Und das heißt, wir kommen von den Gesamtstärkewerten, aber auch was das Potenzial angeht, immer mehr und mehr in die Richtung, dass wir aus Niklas Wilson Sommer also einen wirklich überdurchschnittlichen, würde ich sogar vielleicht sagen, Bundesligaspieler machen können. Das wird sich jetzt aber auch in der nächsten Saison zeigen, denn da geht es also von der zweiten Liga in die Bundesliga und wenn Sommer da jetzt gleich völlig verkacken sollte und irgendwie nur so 2 Torbeteiligungen hat, dann wissen wir, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für die Bundesliga. Wenn er aber genauso weitermacht hier beim HSV und sich vielleicht sogar noch steigert, dann können wir auf alle Fälle zum Ende der Karrieresimulation festhalten, dass wir aus Niklas Wilson Sommer einen absolut tauglichen Bundesligaspieler kreiert haben. Und nun also zum Ende der mittlerweile 5. Saison hier in der Karrieresimulation. Wir sind angekommen im Juni 2027, die erste Saison, das erste Mal auch überhaupt für Willi hier in der Bundesliga. Ich bin gespannt, wie es lief. Die Mannschaft mit dem HSV ist natürlich eher abstiegsgefährdet hier im obersten Fußballhaus in Deutschland, aber hoffen wir einfach mal, dass wir auf der einen Seite nicht abgestiegen sind und dass auf der anderen Seite Willi hier ordentlich performt hat in der Bundesliga. Und wir entgehen dem Abstieg tatsächlich, Leute. Auch wenn es ziemlich knapp war, bedeutet es also am Ende der Saison der 15. Tabellenplatz, 32 Zähler auf dem Konto, 4 weniger und es hätte die Relegation bedeutet. Aber das kümmert uns nicht, Leute. Wir haben eben 4 Punkte mehr geholt und sind damit also weiterhin in der Bundesliga. Bleiben Bundesligist. Was vor allen Dingen, finde ich, auch krass zu erwähnen ist, sind die 54 Treffer, die wir erzielt haben in 34 Spielen. 70 Gegentore natürlich dafür auch gefangen. Das ist die höchste Zahl zusammen mit Bochum, die als 18. Platz abgestiegen sind. Aber 54 Tore, das findest du ja nicht mal bei Platz 11. Und das, finde ich, ist schon eine ziemlich starke Leistung. Der DFB-Pokal war dieses Jahr auch relativ sogar von Erfolg gekrönt. Wir sind bis ins Viertelfinale gekommen und dann eben gegen den glorreichen FC Bayern ausgeschieden. Kann man halt, würde ich mal sagen, auch verlieren, das Ding. Und nun zu Niklas Wilson Sommer und seiner ersten Bundesliga-Saison. Es sind die genau gleichen Scorer wie im Jahr zuvor. Und das für eine Mannschaft wie dem HSV hier in der Bundesliga ist eine sehr, sehr starke Leistung. Der drittbeste Scorer also wieder mal mit 8 Toren und 5 Vorlagen. Es sind also wieder mal 13 Torbeteiligungen und das hier in der Bundesliga, Leute. Er ist mittlerweile 29 Jahre alt, in der Gesamtstärke von 76 auf 78 gestiegen und vom Potenzial sogar von 78 auf 80. Das heißt, wir könnten jetzt sogar in der nächsten Saison wirklich die 80er Gesamtstärke mit Willi erreichen und das wäre, finde ich, mehr als nur ein Beweis, dass wir aus ihm einen tauglichen Bundesligaspieler gemacht haben und mit einer 80er Gesamtstärke würde ich ihn sogar schon zu den überdurchschnittlich guten Bundesligaspielern zählen. Nun lief aber der Vertrag von Willi aus und in der nächsten Sommertransferphase schlug ein weiterer Verein bei ihm zu. Für 13 Millionen Euro gibt es nochmal einen letzten Wechsel und das vom HSV in den Pott, in den Ruhrpott zum FC Schalke 04. Mannschaftstechnisch würde ich einfach mal festhalten, dass das Ganze im Vergleich zum HSV noch ein Stückchen besser ist. Wir haben ja also auch schon einige 80er Gesamtstärken und Sommer gehört auch zu den besten Spielern des Kaders. Womit wir dann jetzt also auch zum Ende der letzten Saison kommen, Leute, Juni 2028 und dann blicken wir also nochmal drauf, die zweite Saison in der Bundesliga, das zweite Jahr also Bundesliga auch für Willi und dann schauen wir mal, wie es lief bei Schalke 04, ob besser, schlechter, für Willi besser oder schlechter, das gilt es jetzt herauszufinden. Es ist schon mal in der Bundesliga ein Tabellenplatz besser als im Jahr zuvor. Wir holen 36 Punkte. Der HSV steigt als Tabellenletzter ab. Da sieht man auf jeden Fall, was Willi für einen Impact hatte. Nee, natürlich nur kleiner Spaß. Er war ja auch nur drittbester Scorer. Das heißt, natürlich, da wird ein bisschen was weggebrochen sein. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht der Hauptgrund gewesen sein, dass hier HSV als Letzter absteckt. Wobei die auch schon ziemlich kacke waren, Alter. 15 Punkte nur auf dem Konto. 4 Siege und gerade mal 3 Unentschieden. Rest alles verloren. Im Pokal waren wir wieder mal im Viertelfinale und sind da aber auch leider wieder mal ausgeschieden, guten Kampf abgeliefert, aber leider am Ende 4:2 gegen RB Leipzig ausgeschieden. Und zu guter Letzt die letzte Saison von Niklas Wilson Sommer. Er steigt nochmal in seiner Gesamtstärke von 78 auf 81. Sein Potenzial nur von 80 auf 81. Also ich denke mal, weiter wird es auch nicht gehen. Und eine bessere Saison als 13 Torbeteiligung in der Bundesliga werden wir, glaube ich, auch in der heutigen Karrieresimulation nicht mehr erleben. Denn hier beim S04 kommt er nur auf 5 Tore und 5 Vorlagen. Das bedeutet 10 Torbeteiligungen. Damit ist er der viertbeste Scorer der gesamten Mannschaft. Und sogar ein Kral, also ein Sechser, kommt da auf mehr Torbeteiligung auf die 13.
15, also die Bestmarke von Sommer, die wir ja aus den letzten beiden Jahren hatten. Und das ist, würde ich mal jetzt sagen, auch mehr als nur ein guter Abschluss für diese Karrieresimulation mit Niklas Wilson Sommer heute. Also wir haben aus einem Spieler, der in der dritten Liga begonnen hat und wahrscheinlich auch maximal für die zweite Liga tauglich wäre, mit einem Potenzial von 68 und einer Gesamtstärke von 63, haben wir also eine 81er Gesamtstärke noch rausgeholt. Jetzt blicken wir also nochmal auf die Stats im Einzelnen. Und das sind sie also: 86 Tempo, 58 Schießen, 77 Passen, 78 Dribbling. Verteidigung hat sich natürlich jetzt nicht großartig verbessert, weil wir weniger auf die Verteidigung geachtet haben, weniger als Rechtsverteidiger gespielt haben. Physis liegt im Bereich von 73, dazu hat er einfach mal 5 Sterne Spezialbewegung und 5 Sterne schwacher Fuß. Also der Mann ist auf jeden Fall ein kleiner Ronaldinho und was seinen schwachen Fuß angeht, ein kleiner Neymar. Was ich auch zugegebenermaßen relativ stark finde, ist der Schießenwert. Wenn man überlegt, dass der zum Anfang der Karrieresimulation, glaube ich, irgendwo noch im 40er-Bereich war, dass wir den jetzt also fast auf eine 60, also dass es nicht mal mehr sein schlechtester Wert ist, gebracht haben, finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert, weil wir sowas eigentlich auch selten in Karrieresimulationen haben, dass ein Spieler wirklich bei einem Wert so dermaßen schlecht ist, in Anführungszeichen. Gerade auch im Vergleich zu seinen anderen Werten, also Tempo hatte er auch schon zum Anfang der Karrieresimulation, verteidigen konnte er aber, schießen war ja wirklich eine richtige Katastrophe. Aber nun denn, Leute, damit also zur Endkarte und zu den finalen abschließenden Werten: wie viele Torbeteiligungen, Titel, Gesamtstärken, wie viel Transfersumme wurde bezahlt für Niklas Wilson Sommer. Das schauen wir uns also jetzt nochmal an. So Leute, wir sind angekommen am Ende der Karrieresimulation mit Niklas Willi Wilson, wie auch immer, Sommer, und das sind also die abschließenden finalen Werte. Zum Ende der Karrieresimulation war er 30 Jahre alt und hatte eine Gesamtstärke von 81 und ebenfalls ein Potenzial von 81. Wie gesagt, zum Start der Karriere war das Rating noch 63 und das Potenzial 68. Über 6 Saisons hat er es insgesamt auf 26 Tore und 26 Vorlagen gebracht. Auch sehr verrückt, dass da beide Werte exakt gleich sind. Das heißt 52 Torbeteiligungen in 6 Saisons. Das würde ich mal sagen, nicht so verkehrt ist dafür, dass wir 3 von 6 Saisons, also die Hälfte, auf alle Fälle noch als Rechts- bzw. Rechtsaußenverteidiger gespielt haben. Wie ich es ja schon erwähnt hatte, als wir die Zweitligameisterschaft gewonnen haben, ist es immer schön, auch bei dem Titel wenigstens eine 1 zu haben anstatt eine 0. Also unser einziger Titel im Laufe dieser Karrieresimulation. Wir waren mehrere Male im Conference-Finale in der MLS, haben da aber leider nichts gewonnen, auch nicht die MLS irgendwie gewonnen, aber dafür, wie gesagt, einmal Zweitligameister gewonnen mit dem HSV, das heißt auch da immerhin einmal eine Trophäe durfte er hochhalten. Und zu guter Letzt der Karriereverlauf, Leute, wir hatten begonnen bei Waldhof Mannheim, von da ging es für 800.000 Euro zu Real Salt Lake, von da wiederum mit 2 Saisons und dann für 3 Millionen zu Düsseldorf, 6,8 Millionen hat wiederum der HSV in Düsseldorf überwiesen und zu guter Letzt 13 Millionen Euro die letzte Station bei Königsblau bei Schalke 04, womit wir also am Ende bei einer Transfersumme stehen von 23 Millionen Euro, die insgesamt für ihn gezahlt wurden. Also denn Leute, das soll es gewesen sein an der Stelle von der heutigen Karrieresimulation mit Niklas Wilson Sommer. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, vergesst den Daumen nach oben nicht, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne auch mit weiteren Vorschlägen für Karrieresimulation, Rettungen, STGs und so weiter. Like gerne Sachen hoch, die euch gefallen. Und damit, Leute, verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.